10 spektakulärsten Fußballmomente wurden Ihnen präsentiert von TV Movie. Willkommen bei Freischnauze! Jetzt muss ich bei mir an. Sitzt einfach so. Alles durcheinander. Engel. Abend! Und guten Abend zu Hause. Und ich sag, lasst die Spiele beginnen! Ja, ihr Lieben. Wer ist die Frau? Eine Mörderidee. Leider nicht von mir. Ich sage es euch, heute Abend in der letzten Improvisation unserer wunderbaren Show wird einer von euch drei Herren in dieses kleine pinke Kostüm schlüpfen und die letzte... Ja, sag doch! Einer von euch dreien wird hineinschlüpfen. Und wer wird, werdet ihr euch fragen, wer wird es sein? Ja, werden die Damen und Herren hier im Publikum entscheiden. Die werden am Ende bestimmen, wer das tragen darf. Freut ihr euch? Ja, und ich ja. Erst. Für mich ist es toll. Ja, ja, aber du hast auch was damit zu tun. Freu dich nicht zu früh. Okay. Aber zuerst, ich brauche euch jetzt alle für eine große Filmszene, die ihr jetzt drehen sollt, ihr lieben Mirko. Du bist der Regisseur? Ja! Ja! Endlich einmal, der den anderen besondere Regieanweisungen gibt. Ich darf die anderen jetzt mal auf den Set bitten. Und zwar, wir drehen The Greatest Story Ever Told. Oh, das ist wichtig. Etwas aus der Bibel. Und was liegt da näher als Adam und Eva? Und ich möchte gerne die Rollen verteilen. Barbara. Adam? Eva? Okay, ich mach's. Nein, nein. Du bist natürlich Eva. Olli, du bist Adam. Und Tetje, du bist die Schlange. Mal Typ besetzt. Ja. Eine zierliche Schlange. Einfach Typ besetzt. Und ich würde sagen, du hast ein paar Regieanweisungen bekommen. Habe ich. Ja, dann würde ich sagen, seid ihr drehfertig? So, ihr spielt... Ja. Mirko? Ja? Ich spiele das erstmal ganz normal. Nicht, ihr seid ja gut vorbereitet. Ja. Ihr seid auch sehr belesen. Ich habe extra alles gelesen. Ja. Okay. Und wir wollen ja auch einen Preis gewinnen. Nicht? Ich sag einfach mal... Action! Kann man so machen. Adam, was machen Kann ich mal in Ruhe den Kicker lesen? Entschuldigung. Was machen wir denn heute Schönes? Weiß ich nicht, hier ist ja nichts los. Ich habe gekocht. Ich habe einen Apfelkuchen gemacht. Du warst nicht an dem Baum, oder? Doch. Du weißt, dass der Chef verboten hat, an den Baum zu gehen? Wer hat dir gesagt... Cut! Da schlafen mir ja die Füße ein, da kriegt man ja das Kotzen. Ich könnte ja hier auf die Bühne hier gleich so einen Haufen machen. Seid ihr wahnsinnig? Wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Gut, dann macht weiter. Ist denn das drin? Und Action! Ja. Also. Du hast doch nicht von dem Baum gegessen. Wer ist die dicke Python? Die habe ich kennengelernt, als ich den Apfel gepflückt habe. Ich war dort am Apfelbaum und ich habe den Apfel gepflückt und sie hat mir gesagt, dass es gut ist. Dummchen, darf ich dir mal was sagen? Was bedeutet das Wort verbotene Frucht? Dass es verboten ist, die Scheißfrucht? Nee, cut, cut! Und ich sag's nochmal, cut! Klang gut, ja. Leute, das ist ja nichts. Das ist nüchtern, trägt durch, da schlafen mir die Füße ein. Passt auf, Leute, wir brauchen was. Wir wollen ja international werden. Wir wollen ja, die ganze Welt wollen wir ja. Was ich will, ist eine Szene in mehreren Dialekten. Also los! Ja. Action! Ist mir schlecht. Action! Und das soll das Paradies sein. Uns haben sie doch belogen und betrogen. Du hör doch auf. Blöde Landschaften haben sie uns versprochen. Und jetzt hocken wir hier. Sö, in so einer grünen Oase. Sö, Sö. Na, das Sö. Ist das eine Schlange? Die ist geil. Ja, ja, Schlangen waren wir ja immer gewöhnt. Du alte Blindschleiche. Du, gehst einmal weg. Du, ich hab was gemacht. Ich hab am Kurabock. Was hast du gemacht? Ein Apfelkuchen. Ein Apfelkuchen? Bist neisch. Du kannst doch nicht von dem Apfelbaum essen. Ja, ja. Also mir reicht's. Ich verstehe hier kein Wort. Ihr seid nur am Nusseln. Ich hätte mich noch voll gerettet. Ja, mach's doch selber. Du hast mit der Reichen. Ich krieg ne Krise. So einen Hals habe ich schon. Die lege ich jetzt hier hin. Mann! Wir brauchen Aktuelles. Moment, wir haben ja nicht alles. Was wir brauchen...
Es ist Sex. Wir brauchen Politik ist Sex zum Beispiel. Angela Merkel ist Sex. Edmund Stoiber war Sex. Mach das mal wie ein Polit-Talk. Und Action. Polit-Talk. Nicht Porno-Talk. Ach so. Es ist ungeheuerlich, dass jemand wie ich gezwungen ist, ohne Äpfel über mehrere Jahre. Ja. Das ist eine Zumutung ersten Rangs mit dieser hässlichen Ostfrau zusammen in einem Paradies. Es hat keinen Zweck. Herr Stoiber, das Leute, ist natürlich... Leute, aber Cut! Also ich habe ja schon viel Scheiße gesehen, aber das ist unter aller Sau. Ganz unschuldig. Die Merkel war echt schlecht, das ja. Nee, geht nicht. Frau Christiansen. Oh, Entschuldigung. Das mag alles sein, ich habe sie nicht erkannt. Ne? Wie war mein Westerwelle? Ja, auch. Sehr gut. Ich dachte, du hast dich vorbereitet. Aber okay. Sehr gut. Sehr schön. Ja. Aber ich will mal sagen, das ist mir alles ein bisschen langsam. Was wir brauchen, wir wollen auch die jungen Leute ansprechen, wir brauchen Bewegung, wir brauchen Action, wir brauchen Schnelligkeit. Wir brauchen, ich möchte jetzt eine Szene im Louis de Finesse-Style. In Action! Das kann ich ja schon. Nein! Oh! Pack doch mal! Ich hab Apfelkuchen gebacken. Komm mal her! Oh, eine Schlange! Nein! Ja. Hör doch auf! Doch! Oh, nein! Ja. Doch! Ich mach das! Nein! Lecker. Nein! Doch. Nein! Ja. Ja. Es war ganz nah dran. Nächstes Mal nehmen wir es mit Kamera auf. Es ist wirklich schön. Nee, also es war viel Schönes bei. Aber was wir brauchen, ist, wir brauchen Farben. Wir brauchen ein Logo, wir brauchen eine Message, wir müssen verkaufen. Hat er das gut gemacht? Moment. Also wir brauchen also wirklich viele Farben und es muss ganz klar sein, worum es geht. Also mach das Ganze in einem Art Werbespot. Action! Ich kann nicht mehr. Wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie diese Äpfel zum Preis von einem herkömmlichen Kilo. Hallo! Und Sie können nicht nur diesen Apfel roh essen. Sie können einen Kuchen daraus machen, Sie können Mousse daraus machen. Sie können sich richtig schön verderben. Denn wenn Sie diesen Apfel gegessen haben, ist nichts mehr wie vorher. Stimmt's, Adam? So ist es. Und jedem 10. Anrufer packen wir noch eine Schlange mit ins Körbchen. Und ich bin so biegsam! Oh, das rufen Sie jetzt an! Nee, cut! Das ist so scheiße, schon wieder so scheiße. Da müsst ihr mal drüber schreiben, scheiße Teil 3. Echt. Also wir wollen jetzt, was wir brauchen, wirklich, was ich möchte. Ihr seid so dufte Schauspieler. Spöler, besonders Spöler. Schauspieler. Was ich möchte, ist Tradition, Folklore. Ich möchte gerne einen irischen Volkstanz. Das Ganze, die ganze Nummer in einem irischen, hier diesen... Was gibt's denn heute zu essen, Schatz? Äpfel! Ich hab Äpfel gefunden. Warum? Warum tanzen wir die Kosaken? Die sieht's auch nicht so aus.